Kurz nach dem Bundesfinanzminister in Berlin, improvisierte Pressekonferenz im Foyer des Mainzer Finanzministeriums. Erfreulich sei die Entwicklung, so Finanzministerin Ahnen, und das sind die Zahlen. Nächstes Jahr wird Rheinland-Pfalz 124 Millionen Euro mehr einnehmen als ursprünglich angenommen. 2020 sind es noch einmal 133 Millionen mehr. Es ist leider so, dass der Tag, an dem die Steuerschätzungen verkündet werden, immer der Tag ist, wo innerhalb von einer halben Stunde ganz viele Vorschläge haben, was man denn auch noch tun könnte. Das übersteigt dann in der Regel die Steuermehreinnahmen um ein Vielfaches. Ich denke, es spricht viel dafür, und so werden wir es in Rheinland-Pfalz auch handhaben, dass wir an unserer Linie der Konsolidierung festhalten. Und das sind die Zahlen für die Kommunen. In diesem Jahr 142 Millionen Euro mehr als eingeplant, im kommenden Jahr 64 Millionen mehr. Freude kommt da beim Vorsitzenden des Gemeinde- und Städtebundes dennoch nicht auf, denn allein die kurzfristigen Schulden beliefen sich summiert auf 7 Milliarden Euro. Schon eine geringe Zinssteigerung würde alle Mehreinnahmen auffressen. Gehen die Zinsen auf ein normales Niveau, ist das wie ein Pulver, was dann fliegt uns das um die Ohren. Jetzt ist die Zeit günstig, jetzt müsste vorhandenes Geld genutzt werden, um zu entschulden. Ob über einen Fonds oder direkt über Geld, mag dann dahingestellt sein, aber wenn nicht jetzt, dann in der Tat wann dann? Den Geldregen will auch die CDU-Opposition ganz anders nutzen. Ein Nachtragshaushalt müsse her, um den ersten Schritt in die richtige Richtung zu machen. Wir sprechen natürlich über einen Schuldenberg von 38 Milliarden. Wir sprechen allein bei den Landesstraßen über einen Investitionsstau von 1 Milliarde. Aber es muss jetzt umgesteuert werden. Es kann nicht sein, dass trotz ständig steigender Steuereinnahmen der Tanker des Landeshaushalts einfach weiter in die falsche Richtung fährt. Die Steuerschätzer haben ihren Job erledigt. In einem halben Jahr treffen sie sich wieder. Ob es dann noch mal weiter nach oben geht, das werden sich nicht nur die Finanzminister fragen, sondern auch die Steuerbürger, die auf eine Entlastung hoffen.